Der geht von der Mobilität gar nicht gerade. Sonst extrem schmerzhaft. Mal gucken, wie das mit Zusatzgewicht aussieht. Aha, jetzt ist es erst mal tiefer getroffen, denke ich. Okay, im Fall jedoch ein bisschen tiefer. Aber das Ding war, ich jetzt halt auch erst gelernt, mit einer gewissen Körpergröße und vor allen Dingen halt langen Beinen, langen Oberschenkeln, muss man im Loch ein bisschen was nach vorne lehnen, um die Tiefe zu erreichen. Das war so der Hauptfaktor, warum es richtig geschmerzt und, ja, keine Ahnung, wehgetan hat. Wenn ich halt mit Brechen und Biegen versucht habe, einfach nur irgendwie tiefer zu kommen. Nee, also mein Körperbau muss der Rücken ein bisschen nach vorne gelehnt werden, dann war es kein Problem. Ja, ich habe jetzt zu viele Cues auf einmal im Kopf, worauf ich achte. Deswegen sieht das alles immer so, ja, langsam und zaghaft aus. Ich denke, ah, jetzt das machen, jetzt das machen, jetzt das. Ist halt auch nicht so optimal. Aber es ist halt gerade Technikübung. Ich komme mal drunter, mache so, wie es maximal geht. Andernfalls wäre es bei meinem Bild mit den langen Beinen einfach nicht nur schmerzhaft, sondern auch einfach falsch und gefährlich und der Anatomie nicht entsprechend, würde ich mich noch weiter runterzwingen.
Und dann habe ich wieder gedacht, ach scheiße, ja, nach vorne lehnen. Nach vorne gelehnt und zack, ging halt wieder deutlich tiefer. Nächstes Mal setze ich die Pins auch noch eine Einstellung runter. Aber ich mag das nicht, wenn das Training ist, dann verändere wieder. Das mag ich nicht so gerne. Aber Schwergewicht wird das komisch. Da kann ich mich gar nicht mehr nach vorne lehnen im Hole. Ich denke, da müsste ich ein paar Good Mornings machen für den Bewegungsablauf. Und natürlich höheres Volumen mit niedrigerem Gewicht, um diese neue Bewegung reinzukriegen, weil die ist wirklich komplett anders mit diesem im Hole. Nach vorne lehnen ein bisschen, um die Tiefe erreichen zu können bei meiner Anatomie. Ich bin jetzt aber auch nicht tight reingekommen hier in die Stange, unter die Stange. Müsste ich mal eine Übung ausprobieren gleich. Ja, mich stört das aber, dass ich dann halt keinen Reiz habe für Muskelwachstum oder Kraftwachstum. Deswegen kann ich es nicht dabei belassen, einfach mit dem oder weniger Gewicht zu arbeiten. Geht halt nicht. Ich habe halt auch keine andere Möglichkeit, groß Beine zu trainieren, außer irgendeine Kreuzhebevariante, die mehr auf Beine noch geht. Das ist halt immer so das Ding. Ja, eigentlich müsste ich von Anfang an weniger aufrecht stehen, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll, ohne dass ich nach vorne falle. Ich glaube, da brauche ich mehr Spannung im oberen Rücken, mehr Haltekraft, und ich habe im Rücken ja nur Explosivkraft. Das ist der Rücken nicht gewohnt, diese Art von Stabilisation. Deswegen jetzt ab 220 Kilo dann unrund im Loch. Also kann halt nicht die Tiefe erreichen, weil ich mich nicht nach vorne lehnen kann. Das ist zu aufrecht alles. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Mal gucken. Oh nein, habe ich hier. Oh nein, ich habe hier vergessen, die Scheiben drauf zu machen. Scheiße. Ich war gerade in so einem guten Setup. Und jetzt sehe ich gerade, die Gewichte waren doch richtig. Aber es ist nur links hochgekommen, dann habe ich wahrscheinlich falsch gegriffen. Weil ich verwirrt, dass da 5 Ringe sind auf der Squatbar. Habe ich wahrscheinlich um einen Ring versetzt mich. Dran gepirscht an die Stange. Zu
Zum Glück habe ich gerade noch mal rechts geguckt, das kann ich nämlich gar nicht von vom Kopf sehen. Da muss ich komplett nach rechts laufen und eigentlich hatte ich jetzt keinen Bock nach rechts zu laufen, weil die Kniestuten immer komplett runterrutschen. Das ist eine Nummer zu groß, die Dinger. Zum Glück habe ich es jetzt gemacht. Das Gewicht war gar nicht falsch. Dann war ich irgendwie asynchron unter der Stange. Das ist gut, weil es hat sich auf beiden Seiten trotzdem leicht angefühlt. Ja, bei dem Gewicht schaffe ich es tatsächlich nur aufrecht, relativ aufrecht, also zu aufrecht zu beugen, um die Tiefe dadurch nicht ganz hinzukriegen. Also es fühlt sich trotzdem so lächerlich leicht an. Aber ich habe keine Lust, einfach monatelang das alles zu üben und dann alle Gains zu verlieren. Weil es passiert total schnell. Das habe ich jetzt schon die letzten Wochen gemerkt. Im Oberkörper, aber auch bei Squat. Aber wenn ich wieder höher gehe und so weiter, ich muss einfach einen unterteilen unter Secondary, Primary Day. Aber weil ich jetzt gerade eine Woche lang wieder nicht gesquattet hatte, weil die Beine durch Kreuzhebevariation so zerstört waren, mehrere Tage, muss ich jetzt halt trotzdem wieder einigermaßen schwer beugen und das kombiniere ich jetzt halt so mit ein bisschen Technikübung. Das sind halt immer so unrund. Also von der Planung, Programmierung her ist das bei mir halt ganz schwierig immer alles. Ja, da ich bisher so den Softgürtel benutzt habe, will ich trotzdem noch ein bisschen höher gehen, weil ich ja dann noch den richtigen Gürtel zur Hilfe nehmen kann. Bringt zwar jetzt nicht so viel, aber mal gucken. Ja, es lag halt jetzt auch wieder daran, dass ich rechts mit dem rechten Handgelenk nicht tight werden konnte. Das ist halt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen überlastet von den ganzen schweren bis superschweren Geschichten, die ich die ganze Zeit mache. Meistens tatsächlich von Kreuzheben, von Kniehöhe, da geht das am meisten bei mir aufs Handgelenk. Ja, ist auch klar, weil ich da keine Handgelenksbandage nutze bei Kreuzheben. Sollte ich vielleicht mal machen, fällt mir gerade ein. Daher kommt das. Ich muss da echt konsequenter sein, alles rausfinden, wie mein Körper auf was reagiert, was notwendig ist und dann ein Habit draus machen. Das dauert Monate oder halt Jahre. Und dann muss man gleichzeitig auch sehr konsequent und ja, mit Leidenschaft dabei sein. Das lerne ich alles. Das wird interessant, ob der Gürtel aufgeht. Letzten Mal ist er mir also insgesamt schon zweimal aufgegangen, dann ziehe ich die Schrauben nach von der Schnalle und dann geht es wieder, aber vielleicht kompensiert das nur ein anderes Problem. Das ist halt echt blöd, ich habe zwar noch eine zweite Schnalle, aber ich probiere das jetzt nochmal aus. Das
natürlich im Topsatz, ist ja klar. Meistens dann auf halber Bewegung geht er dann halt, weil er geht nicht auf, also der hat einfach ein paar Millimeter Spiel und der Spiel, der explodiert dann quasi, sodass das ein paar Millimeter aufgeht und das reicht dann, um komplett jegliche Spannung raus zu hauen, wieder aus dem Körper. Was den Lift entweder dann extrem schwer macht oder halt gefailed wird. Na, mal gucken. Das glaube ich jetzt sowieso wieder zu eng, weil mein Wandsdurchmesser ändert sich einfach viel zu häufig. Also immer so, ja, so plus minus 5 Kilo ist keine Seltenheit bei mir. Also Schwankungen bis zu 5 Kilo. Und dann habe ich auch oft andere Klamotten an und hast mich gesehen und keine Ahnung. Wird also wahrscheinlich jetzt eh sehr eng sein. Aber mal gucken. Ich wieder, man muss so viel beachten. Jetzt habe ich wieder keine Freiheit im T-Shirt, das habe ich sehr vergessen. Sonst komme ich nicht unter die Stange. Ach, muss ich nochmal machen. Das ist, glaube ich, zu tief, der Gürtel. Ah, shit. Ja, mit, also bei dieser Tiefe sind 270 Kilo dann schon ein Debüt. Ja, die Müdigkeit sagt, es wird spannend. Das sagt die Müdigkeit gerade. Aber egal, so ist das. War eh eher wieder ein spontanes Training. Weil ich hatte mich einfach sehr unwohl gefühlt. Und ja, ist eine längere Story. Also körperlich unwohl. Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu trainieren heute, sondern morgen. Es war auch schon spät abends, beziehungsweise wieder nachts. Aber so ist das bei mir halt. Ach, das Gürtel zumachen. Macht Sinn. Ja, viel zu eng. Viel zu eng, der Gürtel. Na, wenn ich in eine Einstellung weitermacht der Gürtel und ist er wieder nicht eng genug. Wäre wahrscheinlich jetzt trotzdem besser. Ach, naja, mal gucken.
Ach, war gar nicht anstrengend. Hatte erst geschrien, obwohl mein Körper wieder erwartet hat, dass ich halt einen falschen Hantelpfad überwinden muss. Und da war der Hantelpfad komischerweise aber jetzt erstmals in meinem Leben richtig. Und das war so, hä? Jetzt hätte ich 0 Kilo auf dem Rücken. 0 fucking Kilo. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Und der Hantelpfad. Huch. Der Hantelpfad war plötzlich richtig zum ersten Mal. Ich weiß nicht warum. Tiefe weiß ich nicht. Muss ich auf dem Video gucken. Der Körper hat wirklich erst erwartet, oh Scheiße. Ich muss aus dem Hole kommen, also richtig Power geben. Dann habe ich so nach 75% des Schreis damit abgebrochen. So, hä? Warum komme ich jetzt ganz easy und normal hoch, als wenn ich es auf der Stange? Warum war der Hantelpfad jetzt richtig? Das hat sich so richtig angefühlt, runter. Und die Aufwärtsbewegung war dann genauso angefühlt, als wäre ich in derselben Position wie nach unten. Als müsste ich jetzt keinen vorgebeugten Körper oder zu weit nach hinten gebeugten Körper überwinden, so dass ich halt, oft habe ich halt eine horizontale Bewegung auch bei den Kniebeugen, was halt nicht optimal ist logischerweise, und mit schweren Gewichten eine horizontale Bewegung zu überwinden geht voll auf den Rücken, aber ich spüre gar nichts in keinerlei Muskeln. Hä? Was war da los? Die Müdigkeit ist natürlich jetzt noch umso höher. Die Muskulatur hat noch gar nichts abgekriegt. Nicht mal aufgewärmt wie immer. Was aber halt auch an meinem offenen Training liegt, wo ich nur 1 bis 3 Reps immer mache. Ja. Aber die Müdigkeit kickt halt schon rein. Also mal gucken. Aber ein Attempt. Ein Versuch muss gestartet werden. Und jetzt 290 Kilo. Sonst habe ich das Gefühl, halt nicht genug Effort, nicht genug. Ich weiß das deutsche Wort gar nicht. Nicht genug Effort reingegeben zu haben. Yep. Boah, ich muss an so krass viele Sachen denken. Das sind 20 Punkte oder so. Hantelpfad jetzt wieder treffe, ob ich das rekonstruieren kann. Falls ja, weiß ich eventuell auch, woran es liegt oder wie ich das hinkriege. Wenn nicht, war es ein Zufall und random. Vielleicht lag es auch was ganz anderem, das weiß ich alles nie, weil ich kann auch nur aus einem Winkel aufnehmen. Das ist auch nicht so optimal, sage ich mal, für die Postanalyse. Gürtel nicht vergessen zuzumachen. Ich muss Pipi.
daher überhaupt nicht anstrengend. Aber wegen der ungewohnten Bewegung durch andere Technik war das halt ein Grinder. Aber ich musste gar keine Anstrengung reinstecken von den Muskeln, sondern auch nicht vom Nervensystem, sondern irgendwie alles drumherum. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Aber jetzt würde ich am liebsten noch irgendwie Headfield Squats machen, um ein bisschen die Beine zu verwenden. Das ist halt nämlich gar nichts. Tiefe weiß ich nicht, muss ich gucken.